Dieses Leben wird immer verrückter. So ein magischer Morgen. Boah, die Flashbacks einfach. Das hier ist Kuhscheiße. Einfach geile Pflanzen. Es ist soweit. Da ist ein kleiner Alien. Boah. Ach, dieser High killt mich anders. Der Berg ist riesig. Klettern rauf, genießen diese Brise. Atmen Liebe ein und wieder aus. Bleiben hier für eine Weile. Zeit lässt uns verweilen. Guten Morgen, Wing Savages. Ich bin gerade aufgewacht. Hab die Türen aufgemacht vom Camper. Oh, das ist so schön. Ich bin so dankbar. Hier in Stubai, so 1000 Höhenmeter und ich bin jetzt direkt so vorm Gletscher. Schon arschkalt. Die Heizung macht irgendwie gar nichts hier. Ich schlafe hier eigentlich immer nackt, aber ich ziehe dann schon immer den Hoodie an. Die letzten 3 oder 4 Tage war ich nicht excited zu vloggen, aber ich habe von jedem Tag ein bisschen gevloggt. Deswegen, wir rollen heute einige Clips, denn ihr wisst ja, Leben passiert offline. Und es war so nice die letzten 3, 4 Tage. Ich habe so viel Downloads bekommen und einfach so viel zu sein. Einfach so dieses im Moment präsent. Einfach so, das ist halt alles so, okay, bam. Das ist mein highest excitement, Skateboarden zu gehen. Und dann, bam, bin ich in der Skatehalle. Okay, Herr Mein, du hast mich hier hingeschickt. Keine Ahnung wieso, aber es ist geil, Mann. Es bockt so. Oh, bitte, bitte, bitte. Checkt meine Podcasts ab. So, die Podcasts, die jetzt kommen. Wenn ihr länger keinen Podcast mehr gehört habt, hört einfach mal eins an, der neueste, was jetzt rauskommt. Und schaut einfach mal, was mit euch macht. Aber eine Deep-Episode jetzt nicht, wo ich über die Play-Party erzähle, auch mega nice, aber so einer der letzten beiden, die jetzt kommen oder schon draußen sind. Puh. Besonders das, wo ich über Skaten erzähle. Dann fangen wir gleich mal so an. Roll the Clip vom Skateboarden, Fritz. Und wo ich Innsbruck ausgecheckt habe. Schön ist es hier bitte. Einfach so mitten in Innsbruck. Und es ist einfach so idyllisch. Heftig. Ich habe gerade auf der Karte geguckt, ich bin wirklich so in der Stadt. Wie idyllisch ist das bitte? Einen fetten Kalipark, der richtig, richtig chock ist und der Boden ist mega chock. Och, schaut euch das an. So, und so sieht es wirklich überall aus. So eine herrliche Stadt. Und es ist hier nicht ganz am Rand so, sondern es ist wirklich in der Stadt und überall einfach. Diese Berge, oh, es gibt mir so viel. Philipp, lass herziehen, oder? Lass hier eine Flag aufbauen. Also bitte, bitte, was ist das so? Am Ende der Stadt einfach die Bergenfront. Wow. Seht ihr das eigentlich so? Hier so am Ende der Straße. Sieht man das? Man kann sich einfach an den Bergen orientieren, welche Himmelsrichtung. So ein geiles Gefühl, ey. Philipp und die waren ja diese Sprachnachrichten beste. Schaut mal, was ihr euch gekauft habt. Und einfach dieser Lifestyle direkt vom Wagen in die Küche. Das ist so, ich finde das so geil. Einfach nicht so Tüten, bla. Dann schaut mal, dieser Hummus, haben wir wieder Hummus gekauft, weil der hat einfach auf 100 Gramm, weiß nicht, wie ihr es seht, aber nur 13 Gramm Fett. Sojajoghurt, diese Kokosmilch, wie auch immer, schmeckt so geil und hat nur 0,9 Gramm Fett auf 100 Milliliter. Tomatensauce ohne Salz. Die haben nicht nur geräucherte Tofu, sondern auch stark geräuchert. Hier mit Buchholzrauch. Guck mal. Bin ich mal gespannt, ob mir der zu stark ist. Oder ob der irgendwie anders schmeckt. Ich lasse euch wissen. Ansonsten der Rest ist basic. Aber the basic, das ist der good stuff. Einfach raus. Diese Wassermelone sieht zwar komisch aus und sehr fad, aber die schmeckt irgendwie so anders krass. Und hier das Wort anders wirklich, habe ich aus dem Grund gesagt, weil die schmeckt irgendwie ganz anders, aber trotzdem sehr gut. Aber ich habe halt auch übelst Hunger, ihr wisst, wenn man richtig Hunger hat. Ja, wieso ist alles schwarz? Wenn man richtig Hunger hat, dann schmeckt alles geiler. Und ich bin happy, dass die Kerne hat, weil was ist der Trend mit diesen ganzen Seedless Watermelons? So, Wassermelonen-Samen sind übelst gesund und so kann sich die auch weiter fortpflanzen. Deswegen esse sie mit Samen
und Poop in Nature. Nee, Digi. Dieses Leben wird immer verrückter. Auf die geilste Weise. Gerade ein Triple-Déjà-vu. Bashar redet über was? Mit Future Self, Past Self und genau dieses Déjà-vu habe ich, wie ich da oben in der Küche stehe. Ich bin gerade im Schubertal und da oben haben wir mal gewohnt. Und da habe ich genau den gleichen Gedanken für mich war es gerade, sag mal, das Leben ist krass, Mann. Und dieser Doppelstarkräucher, der schmeckt einfach nur mega salzig. Den werde ich nicht nochmal kaufen. Also das ist nice. Der Räuchertofu ist geil. Und hiermit, weil das ist ja, das meiste hat ja kein Salz. Also ich salze mein Essen nicht extra. So, manche Sachen haben halt Salz, wie jetzt die Essiggurken, da ist Salz dran. Und die Hefeflocken sind sogar auch mit Salz. Und ich war da in der Spa und in der Therme und die war so geil, Stubai. Aber ja, hab gerade keinen Bock zu vloggen, sondern einfach nur zu enjoyen. Deswegen erzählt es euch wann anders. So ein magischer Morgen. So geil, so geil, so geil. Hab gerade gecheckt, der Gletscher ist doch noch im Auto 30 Minuten entfernt. Deswegen fahre ich da noch hin. Porridge gepreppt. Boah, das war gestern so lecker. Und heute wieder einfach so ein bisschen Sojajoghurt, bisschen Pflanzenmilch, No Way Popcorn Karamell, Maiswaffeln reincracken. Lauter so Dinge machen es einfach so todesgeil. Schaut gerne mein Foodie of Eating an, was ich letztens gepostet habe. Hab dabei Fruits gegessen, so 4 Kiwis, 3 Datteln, Äpfel mitgenommen, No Way Pro mitgenommen, Vegan Protect, mein Podcast-Mic wieder mit, falls ich auf dem Runterweg wieder ein Poddy machen will, so wie gestern, GoPro, Krone nehme ich, glaube ich, die ist halt so schwer, aber da oben am Gletscher, ich nehme sie mit, Mann. Wieso soll man sich irgendwas beeilen, um irgendwo anzukommen, weil ich bin doch so angekommen. Ich bin noch so angekommen, ich mache alles ganz langsam so weit und so. Aber es macht halt auch so Spaß, das hier wirklich so was zu machen mit seinem Körper. So achtsam, weil, what's the rush so? Wo will ich ganz früh dran sein? So, ja, es ist erst 8 Uhr irgendwas, weil ich gehe halt hier gerne früh ins Bett und stehe früh auf. Wisst ihr, dieses so, oh, da, schnell, um schnell in meinem Grab anzukommen. Hier ist es halt so verglichen jetzt in der Stadt halt dieses nochmal, dieses fette Schmankerl obendrauf, noch mal entspannter, weil man halt so angekommen ist, weil es so peaceful ist, weil egal wo du willst hier sein, so in Städten, da gibt es immer schöne Ecken, da will man dann schon ankommen, weil der Weg dahin ist dann oft nicht so schön, aber hier, so jetzt zum Beispiel so im Stubaital, es gibt halt keine hässlichen Orte. Es ist so, egal wo ich bisher hier war, ich chill auf dem Embreis Parkplatz, das ist einfach so idyllisch. Das ist einfach so schön, du guckst über Hunde hin, du hast diese Berge. Oh. Und im Stubaital, es gibt so eine geile Therme, die ist wirklich 10 von 10. Es gibt so eine geiles Gym und es ist halt einfach ordentlich. Die Leute räumen die Gewichte zurück, es ist einfach ein nicer Vibe, die Leute sind so freundlich. Und es gibt da so eine geile Bouncehalle. Airpark heißt es, Fritz, du würdest es so feiern. Deswegen, wegen Savages, schnallt euch richtig fest an. Schnallt euch so fest an, weil ich plan für Stubai. Also es hat einen Grund, warum meine Haie mich hergeschickt haben. Und gestern die Downloads, die ich received habe. So, ich habe da gestern eine halbe Stunde nur geschrieben mit meinen 2 Campingstühlen und der Decke. Entweder ich komme hier einfach mit meinen Freunden her nach Stubai, mache so Winter Wonderland Trip, so alle hier auf dem Campingplatz. Und wir flowen einfach, wir wandern, wir gehen ins Gym, wir gehen in die Bouncehalle, wir gehen in die Therme. Wir machen Potluck, wir grillen zusammen. Beste Leben. Und oder, vielleicht auch alle 3 Timelines, ich mache hier ein Retreat mit euch. Und dann entweder so, dass ich alles organisiere, ihr zahlt nur und ihr müsst nur kommen. Sprich, ich organisiere geil Essen und Aktivitäten, alles so. Oder ihr kommt einfach selbstständig und täglich könnt ihr einfach Aktivitäten scheuen. Täglich biete ich einfach so 1-2 Aktivitäten an. So, wir gehen zusammen bouncen. Live, lass uns reden. Ich miete eine geile Location hier. Jeder kann mich so das fragen, was ihn am meisten beschäftigt. Und wir machen live, lass uns reden. Energy im Room und einfach so Aesthetic Dance und so. So ein richtig geiles Retreat. Aber ja, das müssen wir auf jeden Fall auf der gleichen Frequency sein. Weil wenn ich halt nicht mit euch resoniere, wenn ich das halt so merke, dann macht das keinen Sinn so. Aber ja, Flow State. Deswegen gehe ich ja jetzt geil wandern und kann mir das geil im Kopf schon mal so ausmalen, welche Timeline, wo steckt am meisten Excitement drin. Und dann manifestiere ich die Rappadappadapp. Aber schreibt mir schon mal eine DM, wenn ihr Bock drauf hättet. Meine Hausaufgabe, ich habe ein Daryl Anker/Bashar-Favorite-Interview-Folder gemacht. Ich verlinke den unten drunter. Wenn ihr denkt, dass ich Bashar schon gut erklären kann, dann hört mal an, wie Daryl Anker, der Bashar-Channel, das erklärt. Unten drunter der Link, schaut euch mindestens 2 an. Das ist meine Hausaufgabe. Aber ihr müsst gar nichts. Freedom is your birthright. Nur, wenn es euch excited. Während ich jetzt hier so gemütlich hinten zum Gletschertucker. Boah, die Flashbacks, wo ich hier Ende 2016 mit Philipp war. Ihr werdet es eh gleich sehen, denn ich roll einen Clip vom Wandern und dann rollt Fritz einen Clip von damals Wandern. Inception, Timeline, let's go! Einmal war ich im Swarovski-Museum, das war so geil, ich war so am Trippen nüchtern. Einmal, weil ich mich drauf eingelassen habe, so, hört mein englisches Podcast, so, I'm 3 gram psychedelics.
Dann versteht ihr, was ich meine. Ach, und irgendwas random. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Was war schon gestern? Was zählt es jetzt? Hier, der Berg, der ruft. Und deswegen, let's go. Und deswegen genießt die Clips. Und wir sehen uns gleich wieder. Minuten würde ich stehen bleiben, tot. Aber nee, weil die würde einfach stehen bleiben. Aber gehen wir mal runter. Es ist soweit. Mein erster Schnee, also außer im Museum, habt ihr ja gesehen. Erster Schnee. Also nach Winter Wonderland. So geil einfach. Wenn so eure Naturbatterie sich bemerkbar macht, wenn ihr in der Stadt wohnt und denkt so, oh, ich muss aus der Stadt ziehen, höchstwahrscheinlich nee, sondern deine Naturbatterie, wie ich es so schön nenne, so auf 30%. Geh einfach irgendwo hin, alleine, wenn es dich excited, wenn auch so deine Mi-Batterie schreit, alleine nach Österreich. Und das, was dich excited, was bei mir ist, wandern, Gym, Therme, einfach in meinem Van chillen, Podcast aufnehmen, vloggen, viel Bashar hören, spazieren gehen und die Naturbatterie. Philipp, schau mal, wie wenig Wasser hier drin ist. Letztes Mal, wo wir hier waren, war das voll relativ hoch. Ich musste die Treppe trotzdem ein bisschen runter. Und dann noch ich so mit meinem Mikrosiemens-Messgerät messe so, wie viel Mikrosiemens, also gelöste Teilchen Wasser sind und raste aus, weil das Wasser so clean ist. Ich füge Fritz den Block ein. Von, ich glaube, es war Ende 2016. Flashback. Boah, Alter. Siehst du das, wie rot ich bin? Wenn ich Ihnen nur einen Ratschlag mit auf den Weg geben dürfte, er würde Sonnencreme lauten. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, dass es ein See ist. Ich dachte, das ist eine riesige Schlucht. Weil es sich so spiegelt und ich dachte, der Berg geht weiter runter, aber es ist einfach kaltes, klares Wasser. End of Flashback. Parkplatz steht halt niemand. Aber ist die Gondel jetzt zu? Vielleicht ist da noch eine zweite Gondel, weil dieses Symbol mit den Pfeilen, schauen wir mal, was da hinten ist. Aber da bin ich damals Snowboard gefahren. Jawohl, diese Gondel hat auf und krass, wie viel hier los ist. Schauen wir gleich mal, ob die Leute Ski-Ausrüstung anhaben. Oh ja, die hat eine Skihose an. Ja, die haben Skischuhe an. Okay, krass, man kann anscheinend doch noch Skifahren. Ja, die Leute. Seht ihr? Die tragen das Skier. Okay, und dann wandern wir da jetzt mal hoch. Und dann schauen wir mal, ob uns ein Skifahrer umnockt. Oder wir ihn umnocken. Oder ins Gebüsch verkriechen und mit den Delfinen und den Aliens Liebe machen. Ich weiß noch, einmal bin ich so lang gelaufen. Aber ich finde es noch schöner hier, so um den Berg, so ein Schlenker. Geil, so rückwärts zu laufen. So einfach so ganz kleine Baby-Steps, so was ankommen. Der Weg ist das Ziel. Einfach so dieses Panorama. Bashar in den Ohren, dann raus die AirPods darüber. So nachdenken, Vorstellungskraft, bam. Einfach sein. Ich habe gerade gespuckt. Einfach hier mit den Aliens chillen. Da ist ein kleiner Alien. Ah, hat sich gerade ein Murmeltier verwandelt. War gerade noch ein Drache. Boah, was ist dieses Leben? Jetzt hier erstmal ein bisschen Sonnencreme ins Gesicht. Wenn die Sonne ist schon stark und man unterschätzt sie dann, und der Schnee reflektiert. Und ein paar Maiswürfel snacken. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Das klingt wie ein krasser Vogel. Ah, da. Das sind die Murmeltiere. Da sind zwei. Maiswürfeln mit Apfel. Das ist ein symbiotic Match. Das hier ist Kuhscheiße. Und es riecht einfach nach gar nichts. Und es zeigt einfach so, die Kühe, die hier grasen, so, as they meant to, und they're not meant to artificially be bred, also
gezüchtet und dann geschlachtet so. Aber hier werden sie halt sind, ernährt sich so, wie ihre Biologie intended. Und das zeigt halt einfach so. Der Pup riecht neutral. Dann gehen wir in die Massentierhaltung. Also ich war auf genug Exkursionen, Gartenbauwissenschaften, wo die halt die ganze Zeit im Stall sind und irgendeinen Scheiß essen. Und da stinken die getrockneten Kuhfladen immer noch abartig. Auch so mein Pup, vorhin wieder Nature gepupt, so dran gerochen. Und zwar einfach so, halt nicht diese so... Und klar stinkt es manchmal mehr, manchmal weniger. Aber so halt so mein Schweiß... Riecht voll neutral, so meine Mundflora und alles so. Weil ich halt einfach Pflanzen esse, so. Da sind nicht viele Säuren und viele Schadstoffe, die der Körper halt dann ausscheidet und die einfach fucking nasty nach ekligem, stinkenden Ei, so. Boah, ja, kein Wunder, wenn du hier einfach irgendwelche tierischen Reste zusammengepresst mit allen möglichen Junk isst. Aber no judgment, deswegen mach, was du willst, Mann, mach, was du willst. Aber probier mal diese Pflanzen, that's all I'm saying. Ich lag einfach gerade einfach so auf dem Bau und hab mir einfach so die Berge angeguckt und einfach so sein. Und dann kommt, bam, dann kommt ein Gedanke. Woher kommt der Gedanke? Ja, meine Higher Mind. Das ist ja nichts, kommt dir nicht irgendwie. Und klar, diese Gedanken, die sich so kreisen, das sind dann deine Glaubenssätze und die oft unterbewusst und dann, aber hier, ich rede nicht von diesem Caught-up-Shit, nicht von diesem Kopffix. Ich rede einfach so, du liegst, einfach du bist und dann kommt einfach so deine Vorstellungskraft. Und ich so, wo kam das denn jetzt her? Und dann spiele ich das so durch und gehe da so rein und es ist wirklich hier, real, so, ich sehe es so. Spiele das so durch und sehe, tap so rein, wo ist am meisten Excitement drin, so in welche Richtung. So, oh ja, die Richtung wird immer klarer. Aber dann drop ich es komplett, gar keine Erwartung, gar keine Insistence an irgendein Outcome, sondern einfach to get me moving, to get my engines going in that direction. Und es manifestiert sich vielleicht genauso, aber vielleicht auch ganz anders. But for the physical mind is the ceiling, for the higher mind is the floor. Lass dich von deiner higher mind überraschen, so, oh. Darüber mache ich heute, denke ich, auch noch einen Post, als wenn der Vlog draußen ist, at V-Gains Mind. That your imagination is a direct portal to your higher mind, wie Bashar das erklärt. Rant. Over and out. Chicka-chicka-ra. Ich freue mich schon so auf das Porridge, Peter. Oh, dieser High killt mich anders, weil ich es einfach nicht mehr gewöhnt bin. Gerade. Aber es ist so geil, mich wieder daran zu gewöhnen. Oh, diese frische Luft, die einfach meinen Körper so durchströmt. Oh ja, der Stubaier Gletscher ist echt richtig hoch. 3333 Meter. Love that synchronistic number. So, Königsleiten, da wo wir unser Ferienhaus haben, da die Spitze ist 2400 Meter. Also hier ist mal knapp 1000 Meter höher. Fresh. Skigebiet sieht da nicht mehr so befahrbar aus. So, da ist so eine Piste, aber ich glaube, das ist eine Piste. Und die meisten Lifte, die ich sehe, sehen sehr zu aus. Aber für die Leute, die halt richtig Skifahren lieben, und ich fühle es so, weil früher, wo ich Snowboard addicted war, also auf positiv, wo es so mein highest excitement war, war ich so happy für jede Möglichkeit, einfach im Sommer aufzushredden oder halt irgendwann. Und da war mir egal, ob es nur eine mickrige Piste gab. Was ist das denn? Nice car! Auf jeden Fall, ich habe es geschafft. Ich war jetzt mit dem, ich glaube, es sind sogar zwei Gondeln, wieder runter. Und schaut mal, sogar relativ voll hier. Also verglichen so woanders, so im Tal oder so, da sind so wenig Menschen. Schaut mal, wo ich bin. Irgendwo. Aber dieses Irgendwo ist so wunderschön. Einfach geile Pflanzen zusammengemischt. So lecker. So dankbar, wieder Hefeflocken zu haben. Was auch so gut schmeckt, dieses Interview. Interviews mit Daryl Anker, der Bashar channelt. Nochmal seine Perspektive zu hören. Gibt nochmal so viel Klarheit. Deswegen gönnt euch die Interviews wie Podcast. Back to cooking. Was passiert? Am heißen gesagt und gefolgt. Ihr wisst, ihr Leben passiert offline. Ich schaue mir gerade beim Kochen Videos an, wie man das im Van kalt hält, weil hier in den Bergen ist ja frisch. Aber es war vorn, wo die Sonne ja drauf geklatscht hat und nicht so viel Wind war, war schon warm. Und wenn es dann richtig heiß ist, ich höre es ja jetzt in den Videos, weil so das Van-Leben, es ist so geil. Und dann frage ich mich halt so, ey, wie ist es, wenn man einfach immer so lebt? So, was sind da Dinge, die dann challenging sind? Aber ja, darüber denke ich gerade so nach und dann recherchiere ich immer so, wie es halt machst. So, es kommt so ein Gedanke, so, wie ist es eigentlich so, wenn es richtig heiß ist? Wird es richtig heiß? Was macht man dann so? Sorry, ich halte den Rant jetzt kurz, weil Helikopter und Rasenmäher. Das habe ich nicht gerade erzählt. Ich mache ein Poddy, wenn der Trip vorbei ist. Und morgen
schon mein, aber ey, ein Auge weit, andere lacht. Nee, beide lachen, weil morgen ist der letzte ganze Bandtag, aber dann, ey, übermorgen hole ich Vanya vom Flughafen ab. Okay, der hört, kommt dem Rasen her. Immer mehr. Ich glaube, der will mich übermähen. Hier geiler Tofu, hier geiler Veggies. Wir bleiben dran für den Review-Podcast vom Vanleben. Wie taugt es mir? Und halt so, ich erfahre es halt gerade so richtig. Deswegen ja halt wieder so offline, so dieses richtig erfahren. Und dann halt auch die letzten drei Tage, wie ich ja keine Vlogs gemacht habe, richtig hier so es zu erfahren. Dann eben auch zu recherchieren über eventuelle Pro und Cons. Und dann bleibt dran. Weil mein Girl Vanya ist auf jeden Fall sehr excited. So, ach geil, Mann, es ist zu laut gerade. Ich liebe das so sehr, wie auch in Koh Phangan am Strand mit meiner Tupperware, ganz entspannt so loszulaufen und dann zu essen. So, ich will doch hier draußen in der Natur sein, ich will nicht im Camper dann sitzen. Und ich liebe es einfach so, das Camperleben, wenn man so viel draußen ist. Oh, ist einfach so geil. Und wie geil ist bitte Tofu? Danke, 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 dass ich diese menschliche Erfahrung erleben kann in einer Reality, wo wir einfach Tofu haben. Räuchertofu, Tempeh, Digga, was soll ich leben? Abwasch erledigt. Ah, ich zeige euch noch jetzt zum Outro-Shot ein bisschen was vom Campingplatz. Nur hier einfach so ein bisschen den Vibe. Das ist einfach so schön. Ich würde sagen, das Wort harmonisch trifft es einfach am besten. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Checkt über Daryl Anker Interview Playlist ab und zieht euch ein paar wie ein Party und hört sie euch wieder und wieder und wieder an und schaut einfach mal, was es mit euch macht. Wegen Savages. I'm out. Wow. Was ein Outro-Shot. Will ich da wirklich die Hand davor nehmen? Ferdi, in der Zukunft, wenn du das wieder siehst, da sitzen zwei Spasten. In der Zukunft bin ich kein Spasten, oder?